das Video von Hugo anschauen. Beef auf der TwitchCon. Let's go. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was auf der TwitchCon passiert ist. Wer sollte Beef gehabt haben? Ich habe keine Ahnung. Nummer 1 der deutschen Charts. Mega Stimmungshit, aber verboten. Oh. Moin, moin, meine Teamfreunde. Was war das? Was war das? Oh, wie cool, ey. Ich hab das gar nicht gesehen. Was läuft? Also auch, ich habe zu dieser Thematik auch gar nicht gesagt, das ist absolut lächerlich, dass Leute sagen, der Song sollte verboten werden. Ey, dann können wir wirklich bald auf Spotify Platz 1 Deutschland Songs, Top Songs, den Song Jesus, oh Jesus, du bist wunderbar pumpen. Also das ist wirklich, was manche Leute für ein Problem haben, mit was sich Leute wirklich beschäftigen und was sie aufregt im Alltag. Es ist wirklich, wenn das deren größtes Problem ist, dass der Song leider verboten werden muss, dann bin ich wirklich froh für die, dass sie sonst ein sorgenfreies Leben leben. Das ist insane. Zum nächsten Video. Was ist weiß und stört beim Essen. Eine Lawine. Der Marabu, der macht das Arschloch auf und zu. Die Leute beschweren sich, Strom wird teurer, Gas wird teurer, Sprit wird teurer, Einkauf wird teurer. Aber für Troll-Donation 3, 4, 5 Euro im Twitch-Chat auf dem Samstag um 23.44 Uhr dafür reicht's Geld noch. Aber ist so. Bro, das ist auch bei diesen Scare-Bits für 1000 Bits, das sind 10 Euro oder so. Und Leute hauen das manchmal raus. Du spielst 16 Uhr Formel 1, bist im Full-Fokus. Es ist alles hell, alles. Jemand denkt sich so, jetzt ein Jumpscare würde übel krass kicken. 15 Euro sogar. Haut einer 15 Euro raus und nichts ist passiert. Aber ich denke mir so, ey, das kann nicht sein, dass du dafür 15 Euro gezahlt hast. So ist an sich eine coole Funktion, aber auch mal für später in der Nacht so mäßig. Also, aber ich glaube, man kann auch nicht so die Leute, die sich beschweren über alles, das sind nicht die Leute, die auf Twitch unterwegs sind. Ich habe so das Gefühl, dass der durchschnittliche Twitch-Viewer entweder so Student ist und dann sowieso irgendwie vielleicht sein Prime nutzt oder einfach so vorbeischaut ohne einen Sub, was auch nicht schlimm ist. Oder halt der Auszubildende, der einfach kein Fernseher schaut und dann einfach auf der Plattform unterwegs ist und dann so auch mal einen 5er rauslässt. Oder 50er bei Marcel, so mäßig, ne? Gefragt, warum guckst du meine Streams nicht? Du guckst doch die Streams von iCrimex. Ja, hab ich gerade geguckt. Warum hast du meinen Stream nicht geguckt? Weil du mir GTA spielst. Aber sei dir gegönnt. Sonic und spielt auch was anderes. Also magst du Sonic mehr als mich? Nicht Sonic, iCrimex. Ach, das... Best of deutsche Streamer in Holland bei der TwitchCon. TwitchCon, habt ihr Bock? Oh. Eure Tracks, skip. Die Tasche hier wird am Eingang verteilt, diese Twitch-Tasche. Für jeden, der hier kommt, der kann sich die einfach holen, ne? Just got it when I came in. Super. Komm mal. Was für ein Event? Das ist so ein... Pass auf! Menschenskind. Mann! Meine Fresse! Lebensretter im Einsatz. Den kennen wir doch noch. Der hat geboxt. Henki. Erinnert ihr euch? Henki heißt er, ne? Chef Strobel und respektlos. Henki, wer ist vorne für dich? Ich kenne nur Chef Strobel. Und das sind alles deine Community-Leute. Der hat sogar Handyhülle. Film mal hier ins Handy rein. Vanessa Lopez Handyhülle. Ja, so ist das. So ein Ding ist das. Bist du Fan? Vanessa Lopez. Bro, was steht da? International Streamer, Model und DJ. Wer ist Vanessa Lopez? Mord bist du? Was findest du an der Vanessa so toll? Alles. Was soll man sagen? Die Königin. Schwierig, Bro. Ehrlich, schwierig. Ich finde es so schwierig. Boah, ich will es gar nicht aufbrechen. Ich gönne es für ihn, dass er da die Mod-Rolle hat und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Am besten, ich sage einfach gar nichts dazu. Es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, ich habe auch mal von Amaranth so einen Clip gesehen, wo die mit ihren Mods am Tisch sitzt und... Ist nicht cool, sag ich mal so. Steve, nice. Er filmt mit hier die ganze Zeit. Wird das nochmal ein extra Video? Ist für dich daheim. Nein, Quatsch. Dass er die überhaupt sieht mit seinem Aschenbecher aus Brillengläsern.
Art ist für privat. B-Roll. Das ist doch geil. Ach, du bist, und er ist? Auch Mod bei mir. Er ist auch Mod. Wow, Alter, überleg mal, was das ist. Viel Spaß denn noch. Ja, auch, danke. Du gehörst zu ihr? Ich gehöre zu nur dazu. Mein Mod. Steve. Dein Mod, ja. Steve. Ey, wie viele Mods hier. Er könnte auch selber Streamer sein. Er könnte die Lösung für den ganzen Kreis Trimax, Humatra, Chef Strobel und Hanky und er könnte derjenige sein, der zu Max sagt, halt deine Scheißfresse, du bist der schlechteste Gamer, der schlechteste Streamer, der mir jemals unter die Augen gekommen ist. Du bist so schlecht, wie kann man so schlecht sein? Er könnte die Lösung für die ganzen Jungs sein, die Max immer flamed. Ich sehe ihn voll in der Rolle so, der einfach mal einen Rust loslegt, 15 Minuten und auch Max einfach trash-talkt. Sehe ich ihn. Also du hast so dieses Hilfe. Ich möchte gerne helfen. Ich habe das Helfer-Syndrom. Aber guck mal, wer will ihr denn nicht helfen? Ja. Muss ja auch dazu sagen. Steve. Bist du Single? Ich bin Single, ja. Ich auch. Es leiden ganz viele in meinen DMs, meinst du? Oh nee, ne? Oder ihr beide trefft euch heute Abend vielleicht. Findet ihr euch ja noch. Ja, vielleicht. Nein. Ich grüße Ling Ling. Oh, shit. Ey, Mann. Und ich sag's euch, das ist das Gefährliche. Nicht nur auf Twitch, sondern generell Social Media. Wenn man sich in Leute verliebt, die aber einen gar nicht kennen. So, ey, also gar nicht wegen dem Mod gemeint. 0,0, sondern das ist so eine Veranschaulichung dafür. Ich glaube, das unterschätzt man voll. So, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute zum Teil irgendeine Streamerin anschauen. Bei Streamern kann ich nicht einschätzen, aber eine Streamerin anschauen und die einfach nur anschauen, weil sie sich so ein bisschen so, so gefühlemäßig haben oder so. Weiß ich nicht. Schmetterlinge im Bauch. Keine Ahnung, aber... Schwierig, ehrlich schwierig, Mann. Was Lingling bei mir ist? Lingling sind diese Zigaretten. Den habe ich auch getroffen. Ja! Beim Razer-Stand. Bro, den habe ich genau da gesehen. Das erste, was ich gesehen habe, war das T-Shirt. Und ich bin bis heute fassungslos und wirklich, ich habe auch. Also, das Powerplatte Omega-Lol-T-Shirt holt mich jedes Mal ab. Jedes Mal. Gefakten aus. Kennt ihr noch jemanden, Lingling? Diese gelben sehen aus wie Kevin, die immer beim Lidl und so dann von so ein paar verkauft werden in der Tüte. Die waren weiß, was ist denn hier drin? Diese gefakten. Ich bin von der Insel hier hingesetzt. Haben die Leute auch im Chat gesehen? Ist gerade vorbei. Bro, der Arme. You know me? Yeah, I know you. No, you don't know me. Was there like a video of people sending you stuff and then you were... That's me. Ey, das kann nicht sein. Ob ich der bin, der in die Scheiße geschickt wurde. Schau mal. I am this guy. Einfach geile Dude. Die sind hier mit dem Fahrrad hin. Ein paar kleine Rückschläge der Ronny Berger Reisegruppe auf dem Weg nach Holland habt ihr ja in der letzten Folge schon gesehen. Aber was ist eigentlich sonst noch so auf ihrem weiten Wege passiert? Wir machen über mobile Daten. Can I see it? No, you can't. No. I said no, man. Thanks. Man, what the f- Die wurden ehrlich abgezogen, hä? Was macht man, weil ich mir die Frage gerade selber stelle, was machst du in der Situation? Das sind kleine Kinder, was machst du? Alter, was ich hier gelesen habe, ist alles Toss. Ich sag, alles, was ihr geschrieben habt, 80%, 90% ist Toss, was ihr schreibt, ehrlich. Meine Lösung wäre, hinterherrennen, das greifen, ziehen, aufs Fahrrad und yalla, goodbye. Das wäre meine Lösung. Okay, I think you should go now. We are live on stream, people on the internet see you. Oh, wie frech sind die, cool, hä? Man. You're dropping everything, man. Doch trotz all den Hindernissen kam die Ronny Crew am Ende sicher auf der TwitchCon an. Katastrophe. Excuse me, Mr. Why are you from the Deutsche Bahn? We are from the Schenker. Logistic company. What? Go with us, the secret place. Yeah. Oh. Nope. Ich weiß nicht, ob ich mit denen zum Secret Place gegangen wäre. Ich finde es irgendwie komisch. Ey, da war grad Pokémon. Check the door. Oha. Nope. Oh, ja, ja, ja. Oha, wie cool. Oh. Das macht's nicht besser. Ey, Ronny, das macht's nicht besser. Ronny, das macht's 0, das macht's nicht besser. Null. This is America. Ronny. Boah, wie lang sind die? Was hat der für Kreten? Hä?
is a miracle. Fuck it! Don't get you slipping up. Oh! Guckt euch den Jungen an! Und was hat dieser junge Mann eigentlich so insane, ein Leben? Oder? 300.000 Followers, hyped seit Monaten. Nani? Boah, Alter, die sind da gerade mit dem Kopf gegen geknallt. Aua. Alter, die sind gerade mit dem Kopf. Aua. Vielen Dank für den 5. Monat. Digga, kennt man die? Hey. You're streaming too? Walking around. Oh. Yes, I'm Tanzverbot. I'm Lola. Oh. Hey. Ich hab gar nichts gemacht. Irgendwas hat Bella so geklopft? Nee, ich war das nicht. Oh, wie cute. Oh mein Gott, wie cute, hä? Oh mein Gott, wie nice. Ich könnte die Situation, die gönne ich Kilian von ganzem Herzen. Willst du ein Bier trinken gehen oder so? Alkohol ist... Bro, ja! So eine Scheiße, ja. Ey, lass mal auf ein Bier treffen. Da bin ich froh auf jeden Fall, dass mich Bier bis heute nicht interessiert. Bier trinken wir. Oh, ja! Lola ist auch so ein cooler Name. Lola ist auch so ein cooler Name, Mann. Sie hätte jedes Getränk sagen können. Und das war nicht einmal das einzige Lokal, in dem diese Dame dann Ziel gestört hat. Bro, mir geht's gar nicht mehr um die Dame. Was ist da noch mit Lola passiert? Huh? Bro, ist ja wirklich sie. Live-Video. Desperado. Ah, guck mal da. Oh, macht mich das geil. A man is out of hollow. Bist du bereit? Ja. Okay, was ist das? This guy has his birthday today. He has his birthday today. An den zeigen wir nicht. Da bin ich auf allen Kanälen entfolgt. Ich hab doch mal zugesagt bei einem Event, bin da nicht hingegangen. Seitdem ist er sauer, ist mir entfolgt. Leute, die ihr Wort nicht halten, entfolge ich auf allen Kanälen. Komm weiter. Boah, das stimmt nicht. Ich hab ein Ich glaube, vielleicht habe ich auch einfach bei Jens einen speziellen Platz im Herzen. Man erkennt doch, dass er scheinbar ein Problem mit mir hat. Dass wir das jetzt hier. Das stimmt, ich habe dir auf allen Kanälen entfolgt. Du versprichst Dinge, die du nicht einhältst. Ja, ich möchte mich dafür entschuldigen. Ändert nichts an der Situation. Wer einmal verkackt hat, hat bei mir verschissen. Tschüss. Komm weiter. Ja, du musst auch mal. Seit wann ist Jens so kalt geworden? So kenne ich Jens gar nicht, ehrlich. So emotionslos und auch so gegen, also weiß nicht, gangstermäßig. Dem stehen, was du sagst. Ich sag's dir ehrlich. Wirklich. Unangenehm. Er packt's gar nicht. Kilian packt's gar nicht. Kilian, der weiß nicht. Kilian in diesem Moment ist immer noch am Berechnen, ob diese Situation gleich aufgelöst wird mit einer Umarmung von Jens und mit einem Lachen oder ob das jetzt wirklich so dann sich die Wege trennen. Er ist so am Rechnen. Oh mein Gott. Mach jetzt nicht so. Doch das war nicht mal der größte Beef zwischen zwei riesen deutschen Influencern zur Zeit. Und ich habe auch mein Trikot verschenkt. Und hat sein Trikot verschenkt. Ey, das war auch die größte Panne, Alter. Und danach wurde mir gesagt, die hatten nur eins. Die haben nur eins gehabt, jetzt wüsste, da hat der Torwart aus der Originalmannschaft kein Trikot mehr. Das war ein brandneuer Trikotsatz, womit wir in 3 Wochen Ligabetrieb anfangen müssen. Er gibt unsere Torwarthandschuhe weg. Und das Trikot, das war die 1. Aber ich sage euch so, wie es ist, ich weiß nicht, wie ihr das fühlt. Also jetzt, ich würde auch nicht mehr gerne in die Handschuhe reinschlüpfen, wo jemand 90 Minuten reingesaftet hat. Also ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr da so das nachvollziehen könnt, aber Torwarthandschuhe ist doch schon nice, wenn du so deine hast, so mäßig. Ich weiß es nicht. So, ich weiß auch nur eins, das finde ich gut, dass ich da fein raus aus der Sache bin. Trikot Nummer 99 gibt es auch nicht mehr, Gabriel. Gabriel hat es bei sich daheim. Das Gute ist auch, wenn du die 99 verschenkst, dann juckt es niemanden. Wenn du die 1 aber verschenkst als Torwarttrikot, dann ist schon kacke, ehrlich. Keine 1 mehr. Jetzt haben wir nur noch Ersatztorwart-Trikot. Also, what the fuck? Trimax hat sich beschwert, dass du das Trikot und Handschuhe verschenkt hast. Also erstmal, lieber Maximilian Trimax, die Handschuhe habe ich selber gekauft. Schuhe habe ich selber gekauft. Und meine Schienbeinschoner. Insgesamt 160 Euro plus Spritkosten. Da bin ich direkt mal mit 200 in das Event reingegangen und habe das nicht mal wiederbekommen. Say something, I'm giving. Ja, ey, wirklich. Und da bitte ich auch euch wirklich, Justice vom Marcel. Bitte gebt dem Mann sein Geld zurück.
in Form von Donations. Wir hatten vorher noch gesprochen. Bin mir sicher, okay. Es findet hier die ein oder anderen unter euch, finden sich hier wieder, die in der Ausbildung sind und gerne mal auf Twitch aktiv am Rumbaumeln sind, ne? Geht bei Marcel rein, lasst doch mal einen Fuffi da. Auch gerne ohne Nachricht, sondern einfach 50 Euro auf korrekt. Ihr müsst euch mal überlegen, der Mann schläft für 2000 Euro die Nacht im Waldorf Astoria. Die Rechnung geht halt irgendwann auch nicht mehr auf und dafür seid ihr auch dann verantwortlich, dass sie halt weiterhin so aufrecht erhalten, also dass sie halt weiterhin so mäßig bezahlt werden kann. Ich gehe im nächsten Stream bei Marcel rein mit 50 Euro. Kaido, was ist denn los? Ja, komm her, mein Schatz. Komm her. Oh, nee, ne? Sag ehrlich, jetzt hast du... Nee. Der Wichser. Du hast hier einen runtergehoben, du Ferkel. Silikon, spritz bitte auf meine Botox. Also, ich bin euch ehrlich, ich weiß immer noch nicht, wie das zwischen Jens und Kilian so sein konnte. Also, da muss, wenn er ihm wirklich auch entfolgt ist, so, er meint, Jens glaubt es schon ein bisschen ernst. Kilian, was hast du für Scheiße gebaut? Ey, Grüße gehen auch raus an Hugo natürlich für das Video. Danke dafür, Mate.